Bitte nie! Christian! Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Dreamrail Valley, Ausgabe Nummer 28. Wir setzen unsere Reise fort hier in diesem Spiel. Ich bin auch Christian und begrüße euch recht herzlich zu diesem Spielvideo. So, wir machen weiter. Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, das ist jetzt schon über eine Woche her seit der letzten Aufnahme. Unter der Woche komme ich nicht zum Zocken. Bin ich hier mit einer Schnellreise durch die verschiedenen Orte hier gespawnt und habe hier versucht, ein paar lukrative Aufträge zu finden. Mein letzter Stand, soweit ich weiß, waren, glaube ich, so an die 100, über 100.000 Dollar auf Konto. Aber jetzt sind es nur noch 80.000. Denn ich möchte mir gerne diese DE6 holen, was das da für eine Lokomotive war. Das ist eine der ganz großen, die müsste hier hinten im Hof eigentlich noch stehen. Die kostet aber 200.000. Da steht sie. Hier im schönen Flix-Train-Design. Genau, die DE6. Damit wir auch mal problemlos ganz lange Güterzüge fahren können. Aber nun gut, erstmal wieder zurück zum Büro und den nächsten lukrativen Auftrag aussuchen. Und ich möchte mal was ausprobieren, weil einer eurer Kommentare hat mir mich verklickert, wie das mit der Fernbedienung funktioniert. Und das schauen wir uns heute auf jeden Fall mal erstmal an. Aber zunächst mal schauen wir uns erstmal nach einem Auftrag um. Und zwar haben wir hier eben für 46.000. Den schmeißen wir erstmal auf den Boden für später. Den kann ich vielleicht gleich brauchen. 61.000, da haben wir schon mal 61.000, aber der Zug ist zu lang, das schafft unsere DE4, die wir gerade haben, nicht. Und das ist mir hier zu wenig. 34.000. Aber ich könnte ja auch zwei nehmen. Ich kann auch zwei Aufträge machen. Wir haben ja so 270 Tonnen. Warte mal, ich schmeiße den hier auf den Boden. 466 Tonnen. Das ist über 600 Tonnen. Das könnte dann ein bisschen schwierig werden für unsere kleine Lok. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei den einzelnen Aufträgen. Das heißt, wir stecken die 46.000 ein. Nehmen die hier hoch und packen die erstmal hier wieder hin. So. Mehr können wir erstmal nicht machen. Was haben wir hier noch? 23 ist viel zu wenig. Hier haben wir 38. Aber 1060 Tonnen, das ist was für die DE6. Das kann ich vergessen. Ja, und mehr ist ja hier nicht. Haben wir noch 9000. Was haben wir hier noch? 8000. Alter Leute, das ist ja wohl ein Witz hier. 34.118. Auch über 300 Tonnen. Also mit der kleinen Lok zwei Aufträge zu erfüllen. Und auch der andere Rest rentiert sich nicht, weil einfach zu wenig ist für zwei Aufträge. Da kommen wir unter Schnitt mit weniger bei raus. Deswegen schauen wir uns erstmal hier den nochmal an. Wir haben jetzt so 466 Tonnen. 1, 2, 3, 4, 7, 10 Waggons. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und wir schauen erstmal nach, wo der sich befindet. Wir haben also 4 grüne, 3 weiße und 3 rote Waggons. Das kann ja nicht so schwer sein, den zu finden. So, schauen wir mal hier nach, wo wir den finden. Mal alle die Stelle hier abklappern. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, auf welchem Gleis er sich befindet. Hier schon mal nicht. Okay, wir fliegen mal weiter. Hier steht noch eine kleine Lok. Die möchte ich nicht benutzen. Was haben wir hier noch? Ich glaube, hier steht er, oder? Ist er das? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ist er das hier? Nee, das fehlt. Nee, hier sind die roten Waggons. Wir hatten ja 4 rote, glaube ich. Oder so, oder 4 grüne wandert. Der kann es also nicht gewesen sein. Oder kann es nicht sein. Hier ist der Militärbereich, da dürfen wir noch nicht hin. Das ist aber auch Hütjabrik, wurde mir geschrieben, ne? Auch danke für den Tipp. Aber ich finde jetzt gerade mein Dings nicht. Okay, nochmal runter zurück zu uns. Huch. Oh, bin ich zu weit weg gewesen. Ladebildschirm. Schau mal kurz an, auf welchem Gleis der steht. Ob wir das hier irgendwo sehen können. Ne, Zeitbonus. 180 Minuten. Zugwert 0,46 Dollar pro Meter. Gewichtszuglänge. Aber leider steht hier nirgendwo, wo wir den finden. Das ist schade. Oder ist der hier irgendwo? Hier wird er bestimmt irgendwo stehen. Drei rote. Hier ist er, da ist er. Ich glaube, das ist er. Hier, ich glaube, hier, das ist er, glaube ich. Hier, das dürfte er sein. 4 grüne, 3 weiße, 3 rote. Das ist er definitiv. Der befindet sich hier auf Gleis E11O. Da steht unser Zug, E11O. Das heißt, wir müssen erstmal eine Lok finden.
Und dann probieren wir gleich mal die Fernbedienung aus. Mir wurde nämlich geschrieben, ich soll mich auf die Lok raufstellen und dann versuchen zu verbinden. Weil ich glaube, ich weiß, wo mein Fehler lag. Und da haben wir die große D6, die wir auf jeden Fall haben. Definitiv. Also nehmen wir uns die mit. Und deshalb probieren wir das auch gleich aus. Also hin zum Lokschuppen, bevor ich den Auftrag annehme. Will ich keine Zeit verschicken. Jetzt sind es mal 3 Stunden, aber trotzdem. Je mehr Zeit man spart, desto mehr freuen sich die grauen Herren. Genau, so. Wo ist jetzt mein Lokschuppen? Der war doch hier gerade irgendwo. Da ist er. Oh, okay. Jetzt werden wir mal mit der Fernbedienung ausprobieren. Die habe ich ja bei mir. Also erstmal in die Lok rein. F zum Einsteigen, wie immer. Jetzt hier Rinder. So. Okay, jetzt probieren wir das Ganze erstmal mal die Scheiß-Lokomotive an hier. So, zack. Elektronik. So. Dann die Bremsen lösen. So, und jetzt fängt man die Fernbedienung ausprobieren. So, zack. Jetzt haben wir so eine Hand. Pass mal F4 aus. Okay, mir wurde nämlich geschrieben von jemandem. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Dass man sich in der Lok befinden muss. Mein Denkfehler ist gewesen, so habe ich zumindest bei einigen Let's Player gesehen, die irgendwie voll geschafft haben, die Lok mit der Verbindung aus der Entfernung zu verbinden. Das wird wahrscheinlich irgendein Mod gewesen sein, der dafür gesorgt hat, dass man die Lok da von weiterer Ferne steuern kann. Und ja, dass man jetzt den Lok betreten muss, habe ich dementsprechend natürlich nicht gewusst. Jetzt ist aber verbunden, das sehe ich auch schon allerdings. Ja. Oh, ist war schon verbunden? Ne, noch nicht. Nochmal. Das ist wirklich eine Premiere. Dass ich jetzt hier die Lok mit der Fernbedienung bedienen kann. Okay, wollen wir mal versuchen. Da reagiert sie schon mal, geil. Wo ist jetzt die Bremse? Da ist die Hupe. Ah, kick mal, das ist ja geil. Okay. Hier sehen wir, die Lokbremse ist angelegt. Alles klar, gut. Oh je. Achso, Fahrtrichtung ist noch neutral, natürlich. Sand, Zugbremse, Lokbremse, Pfeife. Ach, hier vorwärts wahrscheinlich ist die. Ah, vorwärts. Rollt die einfach los? Da fährt sie! Ich werd verrückt! Ist ja geil! Da rollt sie. Geil! Das ist ja der Hammer! Und hier ist die Bremse. Sehr schön! Ah, der macht ja auch gekriegt, aber da richtig viel Spaß hier. Jetzt können wir uns nämlich direkt mit der Fernbedienung hier oben hinstellen. Und auch wieder runterfallen, fast. So, zack. Ne, warte mal, alt, nicht springen, so. Vorwärts. Das ist ja mal der Hammer, ey. Das macht Gaudi. Ah, herrlich, das macht der Zufall der normal so viel Spaß, Alter. Ah, ich habe meine Freude gerade. Und jetzt können wir uns hier entsprechend vorne auf der Lok positionieren und müssen nicht immer im Führerhaus bleiben. Vor allem, das ist ja auch das Schöne daran, um die Weichen zu stellen. Vereinfacht jetzt die Sache so ein bisschen. Den Schub rausnehmen, sonst wird sie mir zu schnell hier. Er muss mich natürlich noch ein bisschen rinfuchsen hier mit der Fernbedienung jetzt. Und gleich müsste auch das Logo hier verschwinden, genau. Nicht die 2, sondern die F2 bitte. Gut, da müsste ihr wieder mit der F4 arbeiten. Aber wir wollen ja die Fernbedienung in der Hand behalten. Ein bisschen mehr Feuer geben hier. Ach, das ist ja der Fahrtrichtung, so rum.
Die Geschwindigkeit, sehr schön. 23 fahren wir jetzt. So, wir müssen auf jeden Fall nach EFO, haben wir gesagt. Da kommt es doch relativ schnell ab. So. Pfeife, Sandung, Zugbremse haben wir auch noch. Lokbremse, Zugbremse. Also jetzt kann ich auch natürlich mit der Lokbremse arbeiten, aber nachher, wenn wir dann die Waggons dran haben, dann logischerweise mit der Zugbremse. So, ich mal gucken, welcher kurze liegt jetzt hier. Warte mal, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, auf der 8 liegt die. Okay, wir merken, die 8 haben wir hier. Weg damit. Nee. So. Muss ich mal gucken, wo jetzt auf jeden Fall müssen wir erstmal die Weiche hier stellen. Zack. Ist jetzt richtig eingestellt, hoffentlich. Nee, ist er nicht. Na, hörst du dich springen? Jetzt ist er richtig eingestellt. So, wir haben gesagt, wir müssen nach E11O. Das war auf jeden Fall hier jetzt hinten außen. Deswegen reisen wir da mal mit unserer Teleportationsgeschwindigkeit mal hin. Mit unserer momentanen Teleportation. Jetzt hier, glaube ich, geradeaus weiter, ne? Genau, das ist schon mal richtig. Hoffe ich zumindest. Und hier ist schon wieder falsch. Genau, da ist falsch. Mensch, hör mal auf zu springen. Hier ist mal durch die scheiß Leertaste. Gibt's doch nicht. So. Ja, nur müssen wir, hier müssen wir geradeaus weiter. Kennst du auch vorne Lack ausmachen können, aber. Das kommt alles später. So, dann geht das jetzt hier geradeaus weiter. Dann hier lang. Und hier auch schon den nächsten Fehler. Wir müssen nach EFO. Das war, glaube ich, ganz weit außen, ne? Also hier auch wieder. So, da lang. So. Jetzt hier weiter. Ich glaube, wir müssen ganz nach außen, haben wir gesagt, ne? Also hier auch die. Dahin. Hier ist auch schon richtig eingestellt. Und hier bei E11O müsste denn unser Dings dann sein. Genau, das ist unser Zug E11O. Wir werden auch gleich nochmal die Nummern kontrollieren, wenn wir dann da sind. Aber erstmal zurück zu unserer Lok. Hier irgendwo steht. Da hinten steht sie. Jetzt können wir schön durchziehen. Müssen wir aber rückwärts fahren. Jetzt muss ich natürlich springen, ist ja klar. So, jetzt die 8. Über Alt-Taste, damit ich alles hier bedienen kann. Vorwärts eingestellt. So, dann wollen wir mal loslegen. Ach halt, stopp! Wir sind ja rückwärts, vorwärts, müssen rückwärts fahren. Mein Fehler. Und auch hier wieder die Bremse rausnehmen. Der hat sich natürlich nicht geändert. Krischer hat mal wieder nicht auf die Bremse geachtet. Hier ist die Pfeife. Hier ein bisschen neutral. Rückwärts. Reward oder so ähnlich. Oder backwards. Keine Ahnung. Reverse. Los jetzt. Ey, ist das geil. Das ist aber richtig lustig. Danke für den Tipp. Ich weiß nicht mehr, wer die geschrieben hat. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Tut mir leid. Aber irgendjemand schrieb mir auf jeden Fall, dass ich mich auf der Lok befinden muss, wenn ich die miteinander mit verbinden will. Das ist, Alter, ist das geil. Ja, wie gesagt, ich hab's vor ein paar Minuten schon mal erwähnt, einige Leute haben wahrscheinlich einen Mod benutzt, um die Loks von außerhalb fernsteuern zu können. Und ich dachte halt, dass, ich wusste halt nicht, dass das ein Mod ist, ne? Ich kann jetzt leider auch nirgendwo lesen, dass man auf die Lok rufen muss. Ich hätte aber eigentlich von selber drauf kommen müssen, ne? Manchmal halte ich mich für ein bisschen schlau und dann bin ich doch so doof, Alter. Das ist doch echt zum Brechen, ey. Jetzt können wir auch mich wunderbar rangieren und hier alles so schön mit den Bremsen machen. Ja, 30 km/h ein bisschen zu schnell. Oh. Ey, das ist so eine Erleichterung.
Außer bei Nebel und Regen, da steckt man natürlich nicht hier vorne hin, da wäre ich ja nass. Ist nicht so schön. Aber wenn wir die Glocke angekuppelt haben, dann gehen wir zu dem Entwerter zurück. Und nehmen den Auftrag an. Kontrollieren wir rasch die Nummern dann noch nach und dann geht's los. Wie gesagt, auch nur Lokbremse benutzen. So, wir wollen natürlich nicht wie ein Irrer die Waggons da rammen. Die wilde Rammelnummer heben wir uns für später auf, wenn die Kamera aus ist. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber wir haben es ja alle, ne? Fahren wir nochmal vorsichtig ran. Schön ist, man kann jetzt auch natürlich mit dem Mausrad steuern, das finde ich auch sehr, sehr erleichternd. Dann bringen wir die hier für knapp 40.000 zum Ziel. Oh, das wird so eine Erleichterung für mich jetzt werden. Die nächsten Fahrten, vor allem auch dann bei den Weichen, die Weichen zu stellen, muss ich immer mit der scheiß Kamera so weit rausfahren. Jetzt kann ich das mit der Maus machen. Ach, das ist so herrlich, ey. Einfach mal die ganze Fahrerpult nach außen verlegt sozusagen. Das ist so eine Erleichterung, ey. So, zack. Zwei Kameras sollten nicht so schlimm sein. So, zack. So, dann machen wir mal die Lokbremse hoch. Und verlassen jetzt mal die Eisenbahn hier. Wir müssen natürlich noch anspannen, nicht wahr? Warte mal, welche Dings ist eigentlich festgeschnallt jetzt hier? Ich hab's mir fast schon wieder gedacht, Alter. Wir sind schon wieder an der falschen Seite hier. Fuck, Alter. Ich hab mit echt gedacht, boah, komm, verstehst du diesmal richtig? Nein, wir wissen ja, wenn hier diese Bremse angelegt ist, dann geht's in die andere Richtung. Scheiße. Kommen wir hier durch? Ich glaube, wir werden diese Folge nur dafür brauchen. Wir brauchen den scheiß Zug an das richtige Ende anzuklatschen, Alter. Fuck, Alter. Also wieder ruf hier. Hier andersrum. Hier lang. Das heißt, wir müssen unsere Lok dann rückwärts fahren, oder? Wie es aussieht. Ich weiß auch noch nicht, wo es hingeht, aber wenn, wie gesagt, der letzte Wagen ist immer angebremst. Deswegen, wieder alt. Neutral. Und jetzt mal ein Stück vorfahren wieder. Dass wir auf dem Gleis an dem Waggons vorbeifahren, sozusagen. Weil mein nächstes Ziel ist wirklich, die 200.000 auf Konto zu kriegen, damit wir uns die große Lok leisten können. Damit wir auch endlich mal die ganz langen Züge fahren können. Ja, zum Glück habe ich jetzt noch nicht den Auftrag entwertet. Würde jetzt so viel Zeit flöten gehen. So. Wechseln wir mal die Seite. Mann! Jetzt haben wir eine Fernbedienung hier. Statt der W-Taste hat jetzt die 2-Taste gedrückt. Und die Weiche. Wo ist die? Stehen wir noch im Weichenfeld? Ja, wir stehen noch im Weichenfeld, wa? Das müssen wir ändern. Geil, ich komme gerade vor wie Gott, Alter. Ich bin Gott. Ich befehle dir zu fahren.
Frag mich gerade, wie weit die Reichweite ist. Aber das macht natürlich die Rangierfahrten später viel leichter. Wie wir wissen, ne? Warte mal, die Weiche hat er, die war doch. Ist der, wusste ich es doch, oder? Falsche Stand, wie es aussieht. Ist aber wirklich doch mal in die richtige Richtung. Ich muss da rechts, links vorbei, meine ich. Ich bin aus dem Weichenbereich raus. Komm schon. Jetzt. Jetzt können wir wohl auf den Zug raufspringen. Zack. Und jetzt fahren wir einfach mal dran vorbei. Müssen wir da vorwärts fahren, ne? Wir haben gerade rückwärts. Hier sollen wir rückwärts fahren. Genau. Fahren wir halt links vorbei an den Dingern und dann ein bisschen Steuer, ein bisschen Feuer heben hier. Aber ich glaube, ich mache dann lieber doch mit der Maustaste. So, hier ist nämlich die Richtung, die wir raus müssen. Der schickt uns also zum anderen Ende hin raus. Weil wir wissen ja inzwischen, wie ich schon gesagt habe, wenn die Bremse am letzten Wagen, oder wenn da, wo die Bremse angelegt ist, ist immer der letzte Wagen. Das heißt, wir müssen also in die Richtung, weil wir jetzt hier die Gegend gleich verlassen. Hätte ich mal vorher gucken sollen, hätte ich mir jetzt wohl ein paar Minuten erspart. Schon bei 20 Minuten und ich bin nicht wirklich weg vom Ort hier. Oh, jetzt gerade der Zeichen gehört. Fällt mir das Block halt wieder rückwärts, ist auch okay. So, wir müssen jetzt die Weiche hier nach links stellen. Und jetzt einmal rufhuppen hier, zack. Bremse raus. Vorwärts. Ein bisschen Schub geben. Nicht zu schnell. Wir sind ja schon direkt vor Ort sozusagen. So, aber jetzt können wir die Lok endlich miteinander verbinden. Und die 400 Tonnen, die wir jetzt hier haben, die sollte die Lok hier problemlos erreichen. Hier steht ja auch die Funkverstärkung. Ach so, wahrscheinlich war ein Funkverstärkungsmod oder so in der Richtung. Jetzt sehe ich hier gerade Funkverstärker. Oder Funkverstärkung, wie auch immer. Naja, lieber spät als nie. Man weiß ja schon inzwischen bei mir, dass ich manchmal wirklich verdammt langen Lernweg habe. Nervt mich auch, die Typik zu. Aber ich kann es nun mal nicht ändern. Langsam ranfahren. Ich weiß, es ist gerade sehr aufregend, wie ich finde. Also ich bin hier gerade Feuer und Flamme. Also das ist gerade so was von nicht langweilig. Das ist echt unglaublich. So, sollte reichen. Jetzt rollst du noch ein bisschen. Ihr wird euch schon mal dran, dass wir jetzt ständig die Fernbedienung vor der Fresse haben. Da haben wir gerade ein akustisches Signal gekriegt. Jetzt haben wir uns angesetzt. Sehr schön. Dann wollen wir mal die Fernbedienung wegpacken. Auch wenn es gerade ein bisschen weh tut, macht nämlich Spaß. So, okay. Haken. Nee, noch nicht, war hier noch nicht, noch nicht. Wo ist unser Haken? Wo ist der Haken an der Sache? Da ist er. Rüber damit, fest hier so. Und wir hier den rote Kabel. Zack. Blaue brauchen wir nicht. Dann können wir schon mal die Bremse hinten lösen. Kommen wir zu, heute ist nicht los. So, macht ihr lieber vorne den ersten Wagen nochmal fest.
So. Hier nochmal fest. So. Jetzt vorne zum Büro, den Auftrag annehmen und dann wird Zeit, dass wir den Zug hier in Bewegung setzen und zu seinem Zielort bringen. So, da sind wir. Dann holen wir uns jetzt den Plan hier raus. Und Dankeschön. Sehr gut. Frachtauftrag HBF 61. Also, mit dem EF0 auf jeden Fall richtig gewesen, ganz klar. Brauchen wir nicht die Nummer kontrollieren. Das war auf jeden Fall eingerichtet Gleis, wo wir jetzt sind. Wir sollen fahren nach MF zum Gleis C4I. Von das gerade eben. Ist man so unterwegs oder was? Und dann. Also gut, wir fahren also nach MF. Wo ist MF? Da oben. Haben wir eine ziemlich lange Fahrt mal wieder vor uns. Wir fahren jetzt da am besten. Wir würden ja mich jetzt da hinfahren. MF ist da oben. Der will uns auf jeden Fall irgendwie nach Osten rausschicken. Ah ja, ich sehe schon. Alter Vater, das wird eine lange Fahrt. Ich glaube, die Stadt war dann im nächsten Video. Das mache jetzt nicht wieder so ein überlanges Video, das könnt ihr vergessen. Irgendwo hier hinten war das. Schon aber 26 Minuten. Dann würde ich sagen, ruf auf die Lok hier, stell mich schon mal bereit. Ja, löse hier schon mal die Bremse. Weiter wieder eine schöne lange Fahrt. Die starten wir dann im nächsten Video. Positioniere mich schon mal hier oben hin. So. So, jetzt haben wir natürlich überhaupt keine Bremse angelegt. Das ändern wir jetzt einfach mal. Bremse. Und Zugbremse. Die Lok müssen wir, glaube ich, auf rückwärts einstellen, weil sie jetzt umgedreht ist. Und dann würde ich sagen, speichere ich mal ab. Spitzmann überschreiben, jawohl. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Das war jetzt auf jeden Fall ein schönes Testvideo, um die Fernbedienung auszuprobieren. Und im nächsten Video fahren wir dann den Zug ans Ziel. Da freut mich schon sehr drauf. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier vorne stehen bleiben und muss ich immer mit den Kameras hin und her switchen, weil auch wie gesagt, das Weichenstellen an den entsprechenden Stellen bestimmt ein bisschen vereinfacht. Und dann würde ich sagen, die Fahrt setzen wir im nächsten Video fort. Ich bedanke mich für's Zusehen. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst mir ein Like da, wenn ich da das recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.